Das sind wir seit Ewigkeiten draußen, das ist so verrückt. Alles klar, Chef, machen wir so. Und da sind meine Bücher drin. Oh, you are liars. Ich kann es irgendwie nicht so richtig aussprechen. Aber als ich durch war, hatte ich auch ein bisschen Schiss, will ich ehrlich sein. Beiden ist kein Link drin. Hallo. Aber das Testergebnis ist da. Positiv. Nein. Ich kann aus der Quarantäne. Ich kann rausgehen. Ich kann einkaufen gehen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, also ihr seht schon. Aber der Tag wird kommen. Ich werde mich überwinden. Das habe ich richtig gut gemacht. Wie habe ich es gemacht? Ich sag's euch mal flott. Wie hoch ist deine Screen Time? Ja. Hallo ihr Süßen, herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Es ist immer noch ein Quarantäne-Vlog, aber vielleicht der letzte. Vielleicht. Ich kann mich nämlich heute freitesten und ich bin jetzt ja auch schon die ganze Zeit symptomfrei. Also man muss 48 Stunden symptomfrei sein. Das bin ich. Und ja, mal sehen. Also vielleicht ist heute für mich die Quarantäne vorbei. Könnte auf jeden Fall gut sein. Wäre cool, sage ich ehrlich. Ja, ansonsten habe ich mal wieder geduscht. Ich fühle mich sehr gut. Habe ansonsten noch nichts gemacht heute Morgen. Doch, ich habe ein bisschen gelesen. Ich kann euch nur mal zeigen, ich habe gestern Abend noch ein Buch durchgelesen und habe jetzt Neues angefangen. Hoffe aber, dass meine Bücher heute kommen, denn ich habe nichts mehr zu lesen. Ich brauche unbedingt Nachschub. Aber gut, ich werde mir gleich erstmal Frühstück machen. Ich habe richtig Bock auf Porridge. Surprise. Und dann werde ich mir einen Termin buchen, dass ich mich dann testen lassen kann. Und dann muss ich ja auch rausgehen. Aufregend. Da freue ich mich sehr drauf. Und genau. Dann schauen wir mal, was draus kommt. So good. Das ist jetzt mein Frühstück. Hab noch einen schwarzen Tee. Und Wasser natürlich. Oh mein Gott. Ich bin jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten draußen. Es ist so verrückt. Es ist hell. Also ich bin jetzt auf dem Weg zum Test. Ich kann mich ja heute theoretisch frei testen lassen. Und ich muss sagen, ja, auf diesem Weg habe ich jetzt noch nie so schwer geatmet wie heute. Ich fühle mich wie so ein kleiner alter Mann. Oh, das ist ja auch völlig in Ordnung. Und jetzt dabei zu reden, das ist auch eine Herausforderung, will ich ehrlich sein. Naja, aber vielleicht ist es auch einfach nur hier oben. Ich habe nichts mit meiner Lunge. Nope, nope, nope. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was der Test jetzt sagt. Also ich komme jetzt gerade vom Testen. Richtig lustig, ich war gerade da. Ich meinte schon am Eingang so, ja, ich hatte hier vor einer Woche, stimmt nicht, ich hatte letzten Donnerstag einen positiven Test und war so, ah, okay, hat so keinen interessiert. Und dann saß ich da so drin, hatte schon das Stäbchen in der Nase und hatte mich nur so gefragt. Und ich so, ja, ich hatte halt Donnerstag einen positiven Test. Also, oh, Freitesten machen wir eigentlich gar nicht. Und ich war so, aha, nice. Und war so, aber egal, jetzt machen wir das halt. Und jetzt haben die einen Antigen-Test gemacht und einen PCR-Test. Ich weiß nicht, ob ich für den Antigen-Test noch das Ergebnis bekomme, weil da war es ja, ist eigentlich auch egal. Ich war so, okay. Mal sehen, ob ich das noch per SMS bekomme. Und ansonsten kriege ich halt morgen dann das PCR-Ergebnis. Und ich kann, also ich bin entweder freigetestet, wenn er halt negativ ist. Oder ich ein CT-Wert über 30 habe. Beim CT-Wert, dem traue ich nicht mehr so viel zu, sage ich ehrlich. Aber mal sehen. Mal sehen, was dann rauskommt. Wäre cool. Und dann war am Ende so, ja, also falls jetzt negativ ist, kommen sie nicht nochmal hierher. Und ich war so, okay. Alles klar, Chef, machen wir so. Aber viel wichtiger, als ich weg war, sind zwei Pakete angekommen. Und da sind meine Bücher drin. Ich habe nämlich sonst nichts bestellt. Also machen wir mal auf. Ich brauche nämlich unbedingt Nachschub. Ach, wollte ich euch noch zeigen, welches Buch ich gelesen habe. Das machen wir dann auch gleich. Also ich habe ja einmal We Were Liars. Ich kann es irgendwie nicht so richtig aussprechen. We Were Liars. Naja, wie dem auch sei. Da bin ich sehr gespannt. Da haben mir ganz viele geschrieben, dass die das super, super gut fanden. Dass die aber unglaublich doll geflennt haben. Und da war ich so, okay. Achso, ja, okay. Ja, ich bin gespannt. Ich dachte, das wäre dicker, lol. Aber ist geil. Ich liebe dünne Bücher. Ich liebe Bücher mit großem Text. Und ich liebe kurze Kapitel. Das sind meine Ansprüche an ein Buch. Also, da bin ich gespannt. Und dann sind hier, das fühlt sich doch nach zwei Büchern an. Das sind auch zwei Bücher. Geil. Okay, einmal haben wir hier It Ends With Us. Ich habe mich richtig oft gesehen, dass Leute Colleen Hoover lesen. Und ich habe davon noch nie was gelesen. Oh, das sieht auch gut aus. Das sieht einfach nach so einem guten Roman aus. Bin ich gespannt. Das sieht ja auch, okay, das sieht auch wild aus. Think and Grow Rich. Mhm. Bin ich auch gespannt. Das habe ich. Ich glaube, der Text macht mich ein bisschen fertig. Schaut euch das mal an. Eieiei. Okay, das ist jetzt, glaube ich, nicht so angenehm zu lesen. Aber auch spannend. Okay, geil. Dann fehlt mir auch eh nur noch, ich habe mir vier Bücher bestellt.
Ah, The Four Agreements habe ich mir noch bestellt. Ja, das ist meine Bücherausbeute. Ich freue mich jetzt ein bisschen, was zu lesen. Und ich hole jetzt mal das Buch, was ich durchgelesen habe. Also dieses Buch hier habe ich gestern durchgelesen. Das heißt Ohne jeden Zweifel von Tom Rob Smith. Und ich fand es richtig gut. Das ist einfach ein richtig gutes Buch. Das hat mich voll gecatcht. Es war super spannend. Und ich habe das auch wirklich fast an einem Tag durchgelesen, weil ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht. Also eigentlich lese ich ja keine Thriller, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte die noch da und es ist schon cool, das zu lesen. Aber als ich durch war, hatte ich auch ein bisschen Schiss. Will ich ehrlich sein, ich bin dann doch ein bisschen schnell aufs Klo gehuscht. Aber war echt gut. Hat mir gefallen. Yes, und als nächstes habe ich jetzt angefangen mit How Not to Die. Das Buch habe ich jetzt schon länger und ich wollte es unbedingt haben. Ich habe richtig Bock auch das zu lesen. Aber ich glaube, es ist nicht so ein Buch, was man so gerne am Stück liest, weil also es gibt keinen Spannungsbogen, ne? Aber es ist halt trotzdem richtig interessant und ich freue mich auch sehr drauf. Bin jetzt aber froh, dass ich noch ein paar neue Bücher habe. Und ich glaube, das werfe ich dann immer mal so ein. Genau, also das ist meine Lesesituation. Ich komme gut voran. Ah, ich kann meine Leseliste mal aktualisieren. Genau. Ich sehe gerade, ich habe doch ein Antigenergebnis bekommen. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich schaue mir das jetzt mal an. Kann ich das einfach aktualisieren? Steht, sie erhalten eine separate SMS. Sie haben keine separate bekommen. Egal, ich nehme das hier. Also irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Jetzt haben wir die gleiche Mail bekommen und in beiden ist kein Link drin. Hallo. Ja, okay, ich warte jetzt nochmal, ob ich nochmal einen Link bekomme. Ansonsten kann ich das hier irgendwie nicht öffnen. Hä? Es ist nicht da. Das Ergebnis ist nicht da. Ich sehe es hier nicht. Okay, ich warte jetzt mal, ob ich noch eine zweite SMS bekomme. Aber wollt ihr mich jetzt hier verarschen oder was? Bei mir gibt es jetzt Lunch. Ich finde Toastbrot so geil, ne? Ich habe das irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe es immer ein bisschen unterschätzt, aber Toastbrot ist ja so geil. Also ich habe ja Avocado Toast und Toast mit Peanut Butter und Banane. Yep. Also schön, das probieren wir das auch gleich nochmal zusammen. Avocado Toast, oh, so geil. Und die Avocado war auch ganz gut. Mm. Geil, lecker. Mögt ihr Avocado? Würde mich interessieren. Mögt ihr das? Schmeckt das? Ich finde es lecker. Hallo Jungs, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich gestern eben gar nicht mehr gemeldet, ich weiß nicht warum. Aber das Testergebnis ist da. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Ich hab ein bisschen Schiss, aber das wird. Okay. Hier steht jetzt Service unavailable. Was ist denn hier los? Warum funktioniert das hier mal alles nicht? Es geht einfach nicht. Irgendwie ist der Server gerade down. Okay, also dann mache ich mir erstmal Frühstück und dann probiere ich das gleich nochmal. Lol. My last name fits you better. When I'm with you, there's no pressure. I miss your worn-out sweaters. Weather couldn't compromise our love. I spent too much time on us. And I think you got me stuck on loving. You can't function. I gotta tell you all my secrets. And you know. So, ich habe mir jetzt gerade mal Breakfast gemacht, weil mir ist heute Porridge. Und ich habe gerade schon mal geschaut, die Seite geht jetzt. Das heißt, ich brauche jetzt den Code. Warum? Achso, gestern Abend habe ich auch noch einen Link bekommen. Ach, dann haben die mir jetzt vielleicht doch beides geschickt, also den Antigen und den PCR-Test. Schauen wir jetzt mal. Bevor noch ein Testergebnis. Okay, es sind 2 von 15 drin. Oh Gott. Ich mach mal das jetzt erstes. Positiv. Nein! Was ist das? War das jetzt der Antigen-Test? Oh, scheiße. Oh, nö! Das heißt, ich muss jetzt auf meinen CT-Wert hoffen. Ich sag mal so, dem traue ich nicht so viel zu. Sag ich ehrlich. Was war das jetzt? Okay, das ist der Antigen-Test. Der war noch positiv. Okay. Dann gucken wir jetzt aber mal, was der PCR-Test sagt. Das ist ja das Wichtige hier. Der ist auch positiv. Okay. Nein. Ach nee. Okay. Mal sehen. 30! Ich hab 30! 30 für 6. Oh, das ist geil. Oh, das ist gut. Okay, das heißt, ich kann aus der Quarantäne. Ich kann rausgehen. Ich kann einkaufen gehen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, was machen wir heute Schönes? Was mache ich heute? Das ist ja geil. Okay, ich freue mich. Also wirklich, auf meinen CT-Wert habe ich jetzt echt gar nicht mehr gehofft. Ich dachte, das Ding ist durch. Der lässt mich komplett im Stich. Ja, wie geil ist?
Ja, geil. Auch 30,46. Yeah. Geil. Okay. Nice. Also ich habe jetzt gerade meine richtig dicke Einkaufsliste geschrieben und werde jetzt erstmal richtig schön einkaufen gehen. Oh, ich werde das so ausnutzen. Ich liebe einkaufen so sehr, wirklich. Ich habe es so vermisst. Und ich freue mich auch einfach richtig drauf, jetzt nicht mehr mit Maske und beim Desinfektionszeug ganz rumlaufen zu müssen, alles abzuwischen und so. Ja, also ich werde jetzt erstmal einkaufen gehen. Ich habe mir schon überlegt, was ich so Cooles kochen könnte. Ich freue mich so. Ich liebe einkaufen. Ich sage es euch ehrlich, ich hatte nichts mehr. Und es war gerade ziemlich schwer, das alles nach Hause zu schleppen. Aber ich zeige euch jetzt mal, was ich gekauft habe. Okay, also ihr seht schon, crazy. Aber es sind halt auch richtig viele Vorräte. Also ich habe hier einmal Pflaumen, Äpfel. Und ich habe mir mal zwei Masken gekauft. Neuen schwarzen Tee, weil ich keinen mehr hatte. Petersilie, so geil. Ich liebe Petersilie. Grapefruits, Joghurt, diesen geilen Grieß. Da hatte ich irgendwie richtig Bock drauf. Apfelmark, Nagellackentferner, Oliven, Sauerrahm, Kidneybohnen, meine geliebten Trockenpflaumen. Da musste ich jetzt ein paar Tage drauf verzichten. Dinkelpenne, Kurkuma natürlich. Natürlich, als ob ich sie mal kaufen würde, weil ich wollte es jetzt mal öfter nehmen, weil es ja so gesund ist. Eier. Kichererbsen, ich wollte gerne Hummus selber machen. Dann dachte ich, so eine vegane Schnitzel, wie geil wär's? Haferflocken, Mandelmilch, Kohl, Ketchup für die Schnitzel, eine Marmelade, Räuchertofu, Champignons, hier habe ich noch für mein Krankenlager, Taschentücher und so Kosmetiktücher. Und dann habe ich noch Mehl, Pistazien, ein Baguette, Bananas, Zwiebeln, Paprika, Tomate, nicht. Okay, ich verwechsel jetzt irgendwie immer lol. Und eine Zucchini. Ja, yeah, that's it. Ich werde jetzt wie angekündigt Hummus selber machen. Alles, was ich reinmache, ist einfach Kichererbsen, Tahin, Olivenöl, Petersilie und Zitrone. Und Wasser. Ja, genau, that's it. Und das mixe ich jetzt hier mal zusammen. Ich freue mich da jetzt so drauf. Also das Hummus, der Hummus, lol, oder? Ja, der ist auf jeden Fall richtig, richtig gut geworden. Habe ich hier Baguette. Tomate, Paprika, lol, ich kann gerade nicht so wirklich denken, Karotte und Pflaume, ich hatte irgendwie voll Bock auf Pflaume. Ja, das werde ich jetzt messen, hier hatte ich schon ein bisschen Hunger und dazu einen schwarzen Tee. Ich habe schwarzen Tee so wieder für mich entdeckt, das ist ja so geil. Yes, ich bin jetzt gerade spazieren, ich drehe hier wieder mein Ründchen um Schlosspark. Ich hoffe, dass, ich sage es euch, immer wenn ich die Kamera raushole, windet es. Aber ich gehe jetzt hier gerade spazieren und es ist so schön. Ich saß gerade eben ein bisschen in der Sonne. Es ist toll, sich irgendwie wieder bewegen zu können. Es ist wirklich der Hammer. Ich genieße das gerade sehr. Und das ist ja auch ganz gut in der Quarantäne. Jetzt weiß man sowas auch nochmal wieder mehr zu schätzen. Und ich genieße das gerade wirklich sehr. Ja, ich freue mich. Aha, und heute ist eh Mittwoch. Also ich habe gerade wieder gemischtes Hack. Sehr geil, freut mich auch. Es ist hier gerade wirklich einfach Quality Time. Hier ein bisschen durch den Schlosspark zu laufen, gemischtes Hack zu hören. Es ist toll. So, ich bin jetzt zu Hause und ich werde jetzt mal kochen. Ich habe einen richtig schönen Spaziergang gemacht, es war so geil. Auf jeden Fall gibt es bei mir so eine Penne mit Champignons, Broccoli und dann wollte ich einfach so eine geile Soße machen mit Sauerrahm und so und ganz viel Petersilie. Ich habe so Bock auf Petersilie, ich glaube, das wird gut. Und ich habe auch neue Nudeln gekauft und ich war so, okay, ich gönne mir jetzt mal ganz normale Nudeln und ich bin mit Dinkelnudeln nach Hause gekommen. Ja, ich habe es nicht übers Herz gebracht. Ich weiß nicht, ich stand da so, ich hatte sogar die Nudeln aus Hartweizengrieß in der Hand und war so, ich kaufe die jetzt. Jetzt ist die Dinkelpenne geworden. Aber der Tag wird kommen, ich werde mich überwinden und ich werde mir irgendwann mal wieder ganz normale Nudeln holen. Habe ich mir so gedacht. Ja, gut. Aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich es halt noch nicht gepackt. Gut, also, genau. Ich werde jetzt mal kochen, höre dabei noch weiter gemischtes Hack. Ja. Boah, ganz kurz. Das sieht schon ziemlich geil aus, oder? Das ist jetzt hier meine Pasta. Ja, lass uns mal probieren. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie die Sache schmeckt. Sieht auf jeden Fall... Boah. Rucola und Parmesan, das ist eine Kombi. Es ist immer 10 von 10, sag ich so. Okay, aber probieren wir die Nudeln. Boah. Alter. Das habe ich richtig gut gemacht. Ja, doch. Ich habe nämlich wirklich heute mal mit Kräutern und Gewürzen und so gearbeitet. Man schmeckt den Effort. Ja, macht einen großen Unterschied, sage ich ehrlich. Auch, boah, das ist so geil. Das ist mega lecker. Achso, Brokkoli ist übrigens doch nicht geworden, weil er verschimmelt war. Deswegen habe ich aber noch Tofu mit reingemacht.
Und ich esse jetzt mal. Das ist sehr geil, kann ich euch empfehlen. Wie habe ich es gemacht? Ich sag's euch mal flott. Ich habe Nudeln gekocht. Dinkelnudeln sind es in meinem Fall. Dann habe ich in der Pfanne Tofu angebraten in Olivenöl. Und die Champignons ein bisschen danach. Dann, so was habe ich dann gemacht? Dann habe ich die Nudeln hinzugegeben. Dann ein bisschen Sauerrahm, ein bisschen Pastawasser. Alles so ein bisschen köcheln lassen. Pfeffer, Salz, ganz viel Petersilie. Petersilie ist super geil. Und noch so ein paar italienische Kräuter. Einfach so. Genau. Und jetzt habe ich noch Rucola oben drüber gegeben und Parmesan. That's it. Und es ist sehr geil. Kann ich euch empfehlen. So, ich liege jetzt schon im Bett. Ich habe mich auch schon fertig gemacht. Die Zähne sind geputzt. Die Skincare-Routine ist durchgezogen. Und jetzt wollte ich mal eine Frage beantworten. Das ist jetzt ja der letzte Quarantäne-Vlog. Crazy, oder? Habe ich das jetzt auch durch. Hammer. Und dann schauen wir mal, was wir Schönes haben. Wie hoch ist deine Screen-Time? Ja, möchte ich das jetzt gucken? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. In der letzten Woche relativ hoch. 4:12. Hier haben wir es nochmal. Kann man das hier sehen? Also hier kann man das nochmal sehen. 4:12 haben wir. Die ist runtergegangen. Letzte Woche war noch mehr. Nice. Seit letzte Woche 5 Stunden. Das ist mies. Aber wir kriegen das jetzt wieder hin. Ich habe jetzt wieder was zu tun. Ich kann wieder andere Dinge tun. Also, Leute. Ich bin aus der Quarantäne raus. Ich hoffe, alle, die jetzt auch Corona hatten, ihr seid auch bald raus oder bei euch. Euch geht's gut und ich hoffe, dass ihr damit auch bald durch seid. Das wäre natürlich eine gute Sache. Und ich werde jetzt noch ein bisschen lesen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich in der Quarantäne so viel zum Lesen gekommen bin. Das war richtig schön. Also, ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gebracht zuzusehen. Und habt noch einen wunderschönen Tag und ein dickes Kissen an euch alle.